dieses Schloss verschwinden. Ach übrigens, der Preisträger hat was mit dem Kinderfernsehen zu tun und trägt immer so eine blaue Latzhose. Und er heißt Peter Lustig. 25 Jahre lang hat er die Sendung Löwenzahn moderiert. Aha. Ja, du bist anscheinend nur als Braten interessant. Die Leistung von Peter Lustig findet der Bundespräsident so toll, dass er ihm heute das Bundesverdienstkreuz verleihen will. Und Peter Lustig hat sich dafür natürlich extra schick gemacht. Ich wollte mal fragen, wo ist denn die blaue Latzhose? Die ist zu Hause. Aber für solche Anlässe wie diesen habe ich natürlich eine schwarze. Und sind Sie aufgeregt? Ein bisschen schon, ja. Dann tritt man schon mal den Herrn Präsidenten, nicht? Dann kommt der spannende Moment, die Preisverleihung. Und passend für den feierlichen Anlass die Nationalhymne. Peter Lustig ist heute bei uns. Herzlich willkommen. Und ich glaube, in die Runde kann ich, also hier Barbara, ne, du wirst es bestimmt kennen, Fatih, du sicher auch. Für mich ist das so, als ob heute der Weihnachtsmann und der Osterhase in einer Person da sind. Ich freue mich so, dass Sie endlich mal zum allerersten Mal in eine Talkshow gekommen sind. Mhm. Und gratuliere natürlich nachträglich zum Bundesverdienstkreuz noch. Oh, danke, ja. Wir haben ja eben gesehen, Sie haben extra die schwarze Latzhose angezogen. Ist das natürlich sozusagen Ihre Ausgeh-Latzhose? Nein, nein, für besondere Gelegenheiten eben. Ach so. Hochzeiten, Beerdigungen, Ordensverleihung. Ne? Also zu jeder Gelegenheit gibt es eine Latzhose? Ja, ich habe mehrere. Wie viele? Ach Gott, 15 bis 20 so. Und welche ist Ihre Lieblingslatzhose? Die blaue, die normale. Die wir kennen? Ja, die Sie kennen. Und was ist der Vorteil an der Latzhose? Oh, viele Vorteile. Erstmal hat es keinen Gürtel. Man zwängt sich nicht ein. Sehr schön. Nicht? Man trägt es und man muss auch keine Hosenträger haben, sondern die haben sie ja schon dran, die Dinger. Und dann hat es viele Taschen, wo man was unterbringen kann. Ist immer nützlich. Ich ja, also noch mehr weiß ich jetzt im Augenblick nicht. Aber ich wollte auch eigentlich nur, dass Sie mal was erklären, weil so kenne ich Sie. Ich bin ja mit Ihnen aufgewachsen. Pusteblume, dann Löwenzahn. Ja. 25 Jahre lang, oder? Peter Lustig. Ja, jeden Sonntag. Noch. Fast 28. Wahnsinn. Mit Pusteblume, ja. Dabei war das alles gar nicht, Sie haben es ja vorhin schon mal angedeutet, gar nicht so einfach mit Ihrem Weg ins Fernsehen. Sie mussten erst mal Eier auf den Kopf gehauen kriegen und Kuchen. Was ich wollte ja gar denn? Nicht ins Fernsehen. Ja. Nein, ich hatte ja einen ehrlichen Beruf. Ich war Rundfunkmechaniker. Ja. Also ich habe Fernseher repariert und so. Können Sie das heute noch? Wenn Sie Röhren haben, ja. Mit Transistoren kenne ich mich nicht mehr aus. Bin ich zu alt so. Ja, und dann wurde ich Tonmeister irgendwie, weil ich doch zum Rundfunk mehr. Und dann hat mich irgendwer mal vor die Kamera gezerrt und gesagt, Gott, der Tonmeister, der redet so komisch daher. Wenn der sich jetzt ein paar Eier auf die Glase knallt und eine Sahnetorte, das wäre doch was für einen Jugendfunk, irgendwas. Fernsehen, ne? Also das war Ihr Casting. Ist nie gesendet sozusagen. Worden, aber es war mein Casting, ja. Das ist hart, Barbara, oder? Ja. Solche Castings. Ja. Eier auf den Und dann sagte irgendwann das ZDF, wir wollen das machen über Natur, Umwelt, Technik. Dann nehmen wir doch den Lustig, der kann vor der Kamera, der hat keine Angst vor der Kamera. Und der ist ja Ingenieur, der weiß, von was er redet. Das wusste ich natürlich nicht, aber das macht mir nichts. Und so haben sie mich dann genommen. Ja, da kam der erste Produzent und sagte, ach, Sie sollen das machen. Dann gehen wir mal ein Toupet kaufen. Nein. Sagt der. Doch, hören Sie mal, wieso? Ja, die Kinder wollen doch was Jugendliches, Dynamisches, mit vielen Haaren. Ich wollte schon wieder gehen, aber dann haben sie mich doch genommen. Dann bin ich fast 30 Jahre lang dabei geblieben. Und der Bauwagen, in dem Sie immer gewohnt haben, haben Sie da wirklich auch gewohnt? Ein paar Mal schon, ja. Weil da konnte ich gleich, wenn das Team am Morgen kam, war ich schon da, weil ich hab da drin gepennt. Doch, doch. Und waren das zum Teil also auch Ihre Möbel da drin? Ja, ja, alles, was da drin war, das habe ich selber. Ich habe ja immer versucht, möglichst wenig Unterschied zu machen zwischen dem Typen, den man da sieht, und mir selber. Und was ich mochte, das habe ich da reingestellt. Und so kam es denn. Denn Sie heißen ja auch wirklich Peter Lustig. Also die Figur, die Sie da darstellen, ist also auch ganz viel von Ihnen. Warum sind Sie denn dann nie in eine Talkshow gekommen vorher? Was soll ich da? Ist es denn schlimm? Nein, schlimm ist es nicht, wie man jetzt sieht. Nicht? Also ich fühle mich ja ganz wohl.
Aber erstmal hatte ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas zu sagen habe, was so viele, viele Leute, die jetzt zuhören, hören müssten. Nicht? Und andererseits habe ich mir aber auch überlegt, das wollte ich nicht. Denn ich war ja der Peter Lustig, der in einem Bauwagen wohnt. Also mich gibt es eigentlich gar nicht richtig, nicht real. Und der kann jetzt nicht auf einmal in einer Talkshow auftauchen und sagen, ich bin ein Fernsehfuzzi. Wie den Weihnachtsmann und den Osterhasen. Ja, ich bin dann doch ein Weihnachtsmann. Ja. Aber Sie haben lieber einen Hase. Gesagt, das ist einander immer ähnlicher geworden. Also der Peter Lustig aus dem Fernsehen und der sich vor der Fernsehgeschichte war. Welcher ist denn da welchem ähnlicher geworden? Sind Sie privat? Ich weiß es nicht, da bin ich überfragt jetzt. Ich habe mich immer nur bemüht, eben, mich selbst. Also ich bin ja kein Schauspieler. Ich kann nur eine Rolle und das ist der Lustig. Nicht? Aber wenn man diese Rolle spielen will, dann muss man doch wissen, wie ist denn der? Also es ist eine sehr meditative Angelegenheit eigentlich, sich zu überlegen, wer bin ich denn, mein Gott? Und jetzt läuft die Kamera und jetzt sollst du irgendwas sagen. Und du sollst dich irgendwie bewegen. Gab es keine Drehbücher? Niemanden, der sich es gab Drehbücher, aber mehr am Anfang noch so. Ne? Später habe ich sie selber geschrieben sowieso und habe sie auch nicht beachtet. Aber das kam so an und dann habe ich gedacht, okay. Und ich habe mich auch wohl dabei gefühlt, weil ich konnte ich selber sein, also so authentisch wie möglich. Und das kam auch bei den Kindern an, bei den Erwachsenen auch. Ne? Aber wie war denn das dann, nach 28 Jahren 2005 zu sagen, so, das war's? Ja, das war schon ein bisschen bitterlich. Einerseits war es nötig, weil ich habe das einfach nicht mehr geschafft. Gesundheitlich? Gesundheitlich. Ist doch sehr anstrengend, so ein Drehtag. Und dann ich mit einer halben Lunge und so, ging nicht mehr so gut. Gut, also habe ich aufgehört. Und dann kam doch schon so ein Loch, ne? So ein Rentnerloch. Wie? Keiner ruft an, keine Dispo, wo soll ich morgen hin? Nichts zu tun. Naja, in dem Loch bin ich immer noch ein bisschen, aber ich komme so langsam raus. Nee. Ja, wenn man sich fast 30 Jahre lang so darauf kapriziert, dann ist es schon ein bisschen was Seltsames. Wie gut, dass es findige Filmemacher gibt, die auf die Idee gekommen sind, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Es gibt nämlich ein neues Projekt mit Peter Lustig, Gordos Reise ans Ende der Welt, demnächst im Kino. Da sind Sie aber nicht in Latzhose zu sehen, sondern zu hören. Was machen Sie da? Ja, das ist ja das, was ich noch kann. Deshalb habe ich, weil ich eben da was tun wollte, mir gesagt, gut, sitzen und quasseln kann ich immer noch, stundenlang. Und so bin ich dann ein Sprecher oder mache Hörgeschichten oder sowas. Und da kam der Produzent dieses Films, der Herr Müller, und sagte, ich habe hier einen Hundefilm, naja gut, ich habe ihn mir angeguckt. Aber ich fand den so entzückend, gut und gut gemacht. Meine Frau hat geheult. Oh. Ja. Und ob ich nicht den Sprecher machen will dazu. Ja, na gut, bin ich der Sprecher. Aber ich bin nur der Sprecher. Die Hauptperson ist der Hund. Und wie der aussieht und wie sich das anhört, das können wir jetzt mal sehen in einem kleinen Ausschnitt. Das ist Gordo. Schon wieder so eine bescheuerte Katze. Gordo! Der träumt von der großen Freiheit und büxt einfach aus. Durch Zufall kommt Gordo ans Ende der Welt, in eine Stadt, in der 16.000 Hunde leben. Hier muss er sich beweisen. Na, Kollege, Schwitzkasten kennst du wohl nicht. Da gibt es Hunde, die den Briefträger jagen oder auch die Reifenbeißer. Und überall duftet es ganz lecker. Die Hundebanden verteidigen ihr Revier. Die wollen keinen neuen. Hilfe, die wollen mich fressen. Überall wird Gordo weggejagt. Tja, was Gordo noch so alles erlebt, das erzähle ich euch demnächst im Kino. Am Wochenende. Nicht nur ein Hund, nicht zwei Hunde, nicht drei, sondern gleich vier. Warum denn vier Hunde? Ach, das hat sich so ergeben. Wir hatten zwei größere Hunde, weil wir da auf dem Land leben. Und das sind zwei große Hunde, die bellen, die laut bellen. Was sind das für welche? Immer gut. Ein Retriever, ein Labrador, so ein gelber. Ne? Und so eine schwarze Mixe, aus Spanien mitgebracht. Eine große. Und dann kam noch ein Mops dazu, weil ich Möpse immer so köstlich finde, schon des Namens wegen. Nicht? Mops. Und guck mal, da sieht man auch hier Katzen spielen mit den Hunden. Ja, natürlich. Bei Ihnen zu Hause herrscht ja Friede zwischen den Hunden. Ja, natürlich. Das ist gar nicht so natürlich, oder? Das ist sehr, sehr natürlich sogar. Es ist unnatürlich, wenn die sich nicht mögen.
Das habe ich im Laufe der Zeit so mitgekriegt. Und da sind die Möpse. Wie heißen die denn? Manfred rechts. Manfred Mops. Und das andere ist Julchen. Ne? Die wächst noch. Die wird noch größer. Ja, aber nur ist aber auch ich genau. Ich finde Julchen gut. Ja. Natürlich. Natürlich. Und wie heißt denn der Labrador und der Retriever? Der Labrador heißt Martha, nach meiner Oma, die ich sehr verehre, immer noch, obwohl sie längst tot ist. Und der Schwarze, das ist die Wilma. Was hätte Ihre Großmutter dazu gesagt, dass ihr Labrador heißt? Oh, die hat sich gefreut. natürlich. Martha, ja. Naja, ja. Nun haben Sie ja ganz lange auf Mallorca gelebt. Klingt ja eigentlich ganz traumhaft, wunderschön. Und sind von da nach Nordfriesland gezogen. Ist ja schon anders auch, oder? Ja, ist ein Kontrastprogramm. Ja. naja, wir haben da 10 Jahre gewohnt. Und es war heiß und es wurde immer wärmer und überhaupt. Und Spanisch konnte ich immer noch nicht so richtig. Mallorquinisch schon gar nicht. Und dann waren wir doch, oder uns beiden, meiner Frau und mir, doch mehr wieder nach Deutschland. Und dann habe ich gesagt, Norddeutschland, weil ich habe in Hamburg lange gelebt früher. Und ich habe so ein Faible für den Norden. Sehr gut. Und dann sind wir in die Nähe von Husum gezogen. Ist das denn da mit der Luft auch besser? Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, Sie haben nur noch eine halbe Lunge, also nur noch einen Lungenflügel. Ja. Ist das angenehmer? Ja, sagen die Ärzte. Die wissen es auch nicht genau. Aber ich denke, es ist so. Sie haben das ja schon über 20 Jahre. Wie beeinträchtigt sind Sie dadurch? Ja gut, man muss eben etwas langsamer alles angehen. Nicht? Ansonsten, ja nicht, nö. Man kommt mit einer halben Lunge auch noch ganz gut klar. Aber, naja, Olympia mache ich nicht mehr mit. Aber stimmt es, dass Sie noch mal wieder in den Bauwagen zurückgehen? Einmal? Ich bin schon mal. Ja, das stimmt. Ich war vor einer Woche oder so kurz da. Und wir haben noch ein bisschen was gedreht. Aber ich glaube nicht, dass ich noch mal dahin gehe. Das ist jetzt eine, oder wird eine Sendung, wo ich mit meinem Nachfolger noch einmal zusammentreffe. Vor dem Bauwagen, vor meinem alten blauen Bauwagen. Naja, der sieht jetzt ein bisschen sehr aufgeräumt aus. Nicht? Also das ist nicht mehr nach Peter Lustigs Geschmack. Nee, nicht so ganz. Aber was soll ich machen? Ich es bin ist ja preußisch. Nur zu Besuch gewesen. Ja. Es ist auf jeden Fall preußisch. ja, das stimmt schon. Aber andererseits auch wieder sehr chaotisch preußisch. Das gibt's anscheinend auch. Was wir unbedingt heute Abend noch mal erzählen müssen, ich finde das unglaublich. Sie waren bei einem historischen Ereignis dabei, und zwar ganz nah dran, bei John F. Kennedys legendäre Ich bin ein Berliner Rede. Ja. Wie kam das denn? Naja, als Tonmeister, als braver Tonmeister und Handwerker, habe ich auf einem wackeligen Holzgestell gesessen, direkt vor dem Präsidenten, und es waren 400.000 Leute oder so auf dem John F. Kennedy Platz. Und das Ding wackelte und ich dachte schon, ich verlor. Und vorne, vor mir, nicht weit, stand der Präsident und sagte, ich bin ein Berliner. Dieses wackelige Ding, das ein Mikrofon davon haben Sie installiert, ja? Ja, eins davon wohl, ja. das ist lange her. Und das ist das wackelige Ding? Ja, da sitze ich drauf. Man sieht mich nicht so genau, ja. War Ihnen in Moment klar, dass das so ein historischer Moment werden würde? Nee, ich habe nur darauf geachtet, dass das eine gute Aufnahme wird. Wahnsinn. Das muss man als Handwerker. Hat geklappt, oder? Hat geklappt, ja. Damals auch schon in Latzhose? Ja, hin und wieder, nicht dauernd. Aber auch schon, natürlich. Ich hatte, bevor ich anfing zu drehen, diese Sendung zu machen, gerne Latzhosen getragen. Deshalb sagte damals auch mein erster Regisseur, oh Gott, was ziehen wir denn nur an, weil wir hatten freie Hand. Wie machen wir denn die Serie? Also sagte mit Latzhosen. Ich bleib gleich so. Na ja, ich dachte, das ist doch sehr praktisch. Kann man immer allerhand Sachen reintun und wieder rausholen. Nun steht demnächst Ihr 70. Geburtstag an. Ja. Ist das ein Geburtstag wie jeder andere? Nö, weil hinten eine Null dran ist schon. Aber es ist Blödsinn eigentlich, nicht? Ja. Aber es klingt schon sehr alt, nicht? Ach, nee. Hm? Nee, ich finde Peter Lustig eigentlich alterslos, ehrlich gesagt. Hoffentlich bleibt so. Haben Sie ein bisschen Bammel davor? Vom Altwerden? Nee, vom 70. erstmal. Nee, das nicht, nein. Da gibt es sicher was zu trinken und so. Gute dabei
und erstmal viel Spaß am Wochenende. Da ist in Bremen Premiere von Gordos Reise ans Ende der Welt. Ja. Und wir sind natürlich sehr gespannt, Sie dann bei Ihrem kleinen Besuch zu sehen. Löwenzahn jeden Sonntag im ZDF um 10:35 Uhr. Vielen Dank, Peter Lustig.